atomaren Schlagkraft geändert. Auch das ist eine Bedrohung. Noch immer ist die Welt in der Lage, die zwei Mächte, die so viele Waffen besitzen, die Welt um ein Vielfaches aus der Bahn des Sonnensystems zu werfen. Auch Dinge wie Umweltverschmutzung sind immer mehr aktueller denn je. Alle möglichen Planungen unserer Politiker gehen doch derzeit darauf hinaus, dieses Problem irgendwie zu lösen. Doch wenn wir sehen, welches Flickwerk dort zusammengeschustert wird, wenn wir sehen, dass Europa plant, in 10 Jahren die Kohlendioxidemissionen einzusparen, die allein China in einem Jahr hinauspulvert, sehen wir, wie lächerlich diese Bemühungen eigentlich sind, um eigentlich das wahre Problem anzugehen. Und es ist die Selbstsucht der Menschen, die ihren bequemen Lebensstil, und davon wollen wir uns nicht ausnehmen, gerne so weiterführen möchte wie jetzt, ohne auf die Bequemlichkeiten zu verzichten. Aber auch ganz andere Ereignisse. Erdbeben erschüttern die Erde mehr denn je. Und auch hier liefern uns Statistiken, die mit der religiösen Welt, mit Bibelstudien und Prophezien eigentlich gar nichts zu tun haben, auch interessante Anhalte. So hatte auch eine ganz alte Folie 1999 in der Tagesschau ganz groß die Zeile getroffen, eine Warnung vor Naturkatastrophen. Das Internationale Rote Kreuz warnt vor einer Zunahme großer, schwerer Naturkatastrophen. Sie führen auch Ursachen an, an die versucht, die Politiker heranzugehen, aber mit wenig Erfolg, mit wenig rosigen Zukunftsaussichten. Die Naturkatastrophen sind nicht nur empfundenermaßen zunehmend, nicht nur, weil wir sie in den Medien Tag ein, Tag aus, jedes kleinste Ereignis präsentiert bekommen auf die dramatischste Art und Weise, sondern tatsächlich sind diejenigen, die sich von Berufswegen damit auseinandersetzen müssen und Statistiken darüber führen, wie zum Beispiel die Rückversicherer des Münchner Rückkonzerns, führen Statistiken über die Anzahl der Naturkatastrophen. Und diese Statistik ist aus einem älteren Jahrbuch, aus dem Jahr 2002, bis dahin sind die Naturkatastrophen, wo bemerkt, die großen Naturkatastrophen einmal aufgelistet. Und wir sehen die Tendenz, die auch dieser Konzern eingezeichnet hat, um seine eigenen Kalkulationen für die Zukunft zu treffen. Und Mathematiker kennen diese Art der Kurve. Man nennt es eine exponentielle Kurve. Eine Kurve, die nicht kontinuierlich allmählich ansteigt, bis sie irgendwann mal ein Niveau erreicht hat, sondern ab einem Grad immer mehr nach oben schießt. Hier spricht es von großen Naturkatastrophen. In diesen Statistiken waren große Naturkatastrophen definiert als Katastrophen, die mindestens 1000 Menschenleben gefordert hat, die eine Wirtschaft des betroffenen Landes nachhaltig zurückgeworfen hätte. Oder von größerem Ausmaße ist, dass das Land alleine damit nicht mehr fertig werden würde. Und da fallen Katastrophen, wie zum Beispiel der Hurricane Katrina, wie er New Orleans angeschlagen hatte, was scheinbar eine der größeren Katastrophen unserer modernen Zeit ist, noch nicht mal Niederschlag drin. 80 Tote gab es in Anführungsstrichelchen nur zu verzeichnen. Amerika wurde lässig damit fertig. Und auch nachhaltig ist die Wirtschaft dadurch nicht beeinträchtigt worden. Solche Katastrophen haben in dieser Statistik noch nicht einmal Eingang gefunden, nach dieser Definition. Und wenn wir hier schauen, hat man den Eindruck, da könnte jetzt auch eine leichte Erholung geben. So steil, wie es runter hochgeht, scheint es ja wieder abzufallen. Doch schauen wir uns die Gesamtstatistik tatsächlich an, die jetzt von dem Münchner Register von 1980 an bis ins Jahr 2007, also im Januar diesen Jahres, kam aus dem letzten Schadensspiegel dieser Statistik, wo im 10-Jahres-Mittel die Katastrophen gezählt werden. Und hier sind denn tatsächlich alle Katastrophenereignisse eingegangen. Sehen wir, dass es tatsächlich über die letzten 30 Jahre, und wir können statistisch auch weiter vorausschauen, aber hier ist es aufgelistet, die Naturkatastrophen ein stetes Zunehmen haben.
Und interessant ist auch zu sehen, welche Art Katastrophen das sind. Wenn wir anschauen, diese Farben, ich habe aufgrund der Größe der Statistik die Legende nicht mehr drauf bekommen, sehen wir, dass die Farben unterschiedliche katastrophale Ereignisse wiedergeben. Unten sind Vulkanausbrüche und Erdbeben, also geologische Tätigkeiten, die sind relativ gleich geblieben, eine leichte Zunahme. Auch Ereignisse wie Hitze, Dürre sind Dinge, oder Waldbrände, die hier in Gelb wiedergegeben sind, die relativ kontinuierlich in ihrer Größe geblieben sind. Aber den eigentlichen Zuwachs finden wir hier im grünen und blauen Bereich. Das sind die Ereignisse, die durch Überschwemmungen, durch Stürme, durch Klimakatastrophen verursacht werden, vor denen uns die Wissenschaft warnt, an denen die Politik versucht, was dran zu drehen. Aber gerade das macht den erheblichen Teil der Naturkatastrophen, die unsere Welt betreffen und zunehmend betreffen werden, deutlich. Und alle Dinge, die wir jetzt dran drehen, die Ursachen, die wir in heutigen Katastrophen finden, die liegen um Jahrzehnte letztendlich zurück. Und Wissenschaftler rechnen aus, wenn wir heute null CO2 hätten, würden wir diesen Lauf kaum aufhalten können. Und aus diesem Schadensspiegel 2007 will ich ganz kurz die Zusammenfassung des Jahres 2007 vorlesen. Das Jahr in Zahlen. 2007 beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Schäden aus 960 Naturkatastrophen auf 82 Milliarden US-Dollar, was im Vorjahr nur 50 Milliarden war. Diese Zahl bitte merken, 82 Milliarden US-Dollar. Die versicherten Schäden lagen bei knapp 30 Milliarden. Also das, was Schaden angerichtet wurde und das, was eigentlich versichert war, das ist natürlich eine Differenz. Dies ist fast eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr. Und so konstatiert auch die Münchner Rück, ein rein pragmatisches Unternehmen, was sich mit Versicherungen beschäftigt, sagt, der Trend zu immer mehr Katastrophen hat sich im Jahre 2007 weiter fortgesetzt. Im Vergleich, der Mittelwert der 1980er Jahre, und das erläutert jetzt die Statistik, die wir da vorgesehen haben, liegt bei knapp 400 Katastrophen pro Jahr. Der Mittelwert der 1990er Jahre liegt schon bei 630 Katastrophen. Und der letzten 10 Jahre liegt er bei 730 Katastrophen. Und wenn wir sehen, dass das Jahr 2007 960 größere katastrophale Ereignisse hatte, sehen wir, dass das noch weiter zunehmend ist. Noch zu dieser Schlussfolgerung kommt dieser Schadensspiegel. 2007 ereigneten sich weltweit 960 Naturkatastrophen. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der systematischen Erfassung in der NatCat Service Datenbank. Das ist eine Datenbank, auf die Versicherer zugreifen können, um ihre zukünftigen Kalkulationen zu ermitteln für eventuelle Schadensereignisse. Also die Natur gerät mehr und mehr aus dem Gleichgewicht. Und das schlägt sich in der Wirtschaft, in der Versicherungsbranche in solchen Zahlen deutlich nieder. Und das hat zur Folge, dass Bücher und Artikel mit solchen Titeln Hurricanes, Earth's Mightiest Storms, die mächtigsten Stürme der Erde, reißenden Absatz finden. Und ich habe deswegen diese alten Zahlen aus 1990 mal belassen, weil da ging es noch um 79 Milliarden D-Mark. Heute sind es US-Dollar und Euro, die in der gleichen Größenordnung liegen. Damals starben im Jahre 1990 ungefähr 45.000 Menschen an Naturkatastrophen weltweit. Das klingt schlimm. Das klingt nach erschreckenden Zahlen, die es unbedingt zu drücken gilt. Da sind natürlich keine Zahlen drin, wie sie der Tsunami gefordert hätte im asiatischen Bereich mit Hunderttausenden von Toten. Aber eine viel größere Katastrophe betrifft die Welt. Wenn wir dieses Bild sehen, wissen Sie, was ich meine. Es ist der Hunger. Der Hunger fordert um ein Vielfaches mehr am Menschenleben. Das, was in dem Tsunami in einem Schlag gefordert wurde, ist jährlich
in jedem Jahr die tägliche Todesrate